So, wir sind jetzt auf dem Weg zum letzten Potluck des Jahres. Ich freue mich schon total. Die Sonne ist rausgekommen. Es war gestern ein bisschen feucht, ein bisschen kalt. Ein bisschen kalt ist noch, aber Sonne ist da. Und ja, wir zelebrieren jetzt das letzte Mal. Ansonsten sehen wir uns dann erst in 5-6 Monaten wahrscheinlich wieder, wenn es ein neuer Potluck ist. Und ja, mal sehen, wie es wird. Auf jeden Fall bin ich heute nicht zu spät, weil ich mit Joachim glücklicherweise genug gedrängelt habe, dass ich diesmal pünktlich gewesen bin. Ich bin wieder mit Joachim da. Gut, na dann, schauen wir mal. Das sind Burger oder Falafel oder sowas? Genau, das sind vitale Burger, glutenfrei. So mit Sonnenblumenkern, Möhren sehe ich, ein bisschen Gemüse einfach. Richtig. Okay, gut. Dann ist hier ein Salat, Möhre und Zucchini ist auf alle Fälle drin. Was ist da noch? Pastinake. Pastinake, oh, sehr lecker. Ein bisschen Mandelmus und Datteln. Ja, Gewürze. Genau. Ach, das ist praktisch die Füllung, ja? Ja, genau, es ist die Füllung zu einem Salat verarbeitet, die restliche. Das sind Zucchini-Röhnchen mit halt dieser Füllung, ja. Okay, dann eine Melone. Wieder so eine leckere Melone. Kannst du dich hoch zulassen? Ja, ja, ja. War sehr lecker. Viel Desapo gehabt. Okay. Das Wildreissalat. Genau. Okay, weiter. Vorsicht, das. So. Hier gibt es so eine Art, ist das ein Dip oder was? Kürbis-Dip und ein Chutney, also wie auch immer ihr das beschreiben oder wollt. Also passt mal auf. Das ist jetzt aus dem Garten Kräuter, Oregano, Rosmarin, Thymian. Eine Chili-Schote ist mit drin verarbeitet und Koriander. Und dann habe ich entsaftet Staudensellerie, Möhre, Kurkuma und Ingwer und habe das drunter gemischt. Oh. Wow. Ja? Kann man das einfach so essen oder ist da irgendwie was dazu gedacht? Das ist sehr scharf. Okay, na dann können wir weitergehen. Energiebällchen. Datteln sind hier drin, Erdmandeln, dann Braunhirse, Kokosmus, Kokosöl, Kakaobutter, Vanille, ein Hauch von Zimt, Kakao ist klar und Walnüsse. Okay. Das ist doch, was ist das nochmal? Oh, ich habe das irgendwo mal gesehen. Ich weiß nicht, was Mini-Kiwis. Mini-Kiwi, genau. Kiwis, genau. Mini-Kiwis. Okay. Genau. Äpfel, Bananen. Mischobst. Trockenfrüchte. Aber hier ist noch was drin. Hier sind nämlich noch Äpfel drin. Genau. So. Ach, hier, Uta. Das ist wieder der Zucchini-Salat. Das ist Zucchini-Salat mit der Cashew-Creme. Ja, genau. Mit einer Cashew-Soße. Genau. Oh, wer hat das mitgebracht? Das ist ja wie eine Pizza, oder? Oder wie eine Küche. Oder ja, Kürbistorte. Genau. Ja, Kürbistorte. Kürbissonnenblumenkerne und drin ist Sand. Okay. Buchweizen und getrocknete Tomaten. Und das ist Kürbis. Also das ist ja ein Kürbismus. Oh, okay. Sieht köstlich aus. Dann ist das Gurke oder Zucchini irgendwas? Zucchini-Apfelmus mit Kardamom, Zimt und Chiasamen. Oh, das hört sich gut an. Pastinaken-Couscous. Oh, lecker. Wieder mit grünen Rosinen. Ach, das ist genau, was dir so letztes ist. Genau, das habe ich einfach nochmal gemacht. Sehr gut. Fermentiertes Rotkraut. Oh. Sehr einfach zum Probieren. Okay. Und nochmal Energiebällchen. Datteln, ne? Mit Datteln und Datteln. Das sind von mir, das sind Rosinen. Ach, Rosinen, okay. Sieben mit Haferflocken und gemeine Haselnüsse. Da ist nur ein bisschen Zimt dran, das ist gut, ne? Okay. Noch ein leckeres Dessert. Das ist ein Chia-Milchreis. Chia-Milchreis. Also Nussmilch selber gemacht. Okay. Vorher eingeweichte Nüsse. Und aber püriert. Du hast das püriert, oder? Ich habe das im Mixer. Ja, aber die Chia habe ich danach erst eingeweicht. Ach so, okay. Da ist ein bisschen Kakao dran, noch ein bisschen Kurkuma und ein bisschen Vanille und Zimt. Oh, hier hat jemand Nüsse mitgekriegt. Unten. Nüsse und Äpfel, okay. Selbsterklärend. Das sollte eigentlich eine Kürbissuppe werden. Jetzt ist es so ein bisschen Kürbismus geworden, aber ich hoffe, es schmeckt trotzdem. Gut. Ja. Wer hat diese Bällchen gemacht? So Leinsamen kann man erkennen. Ist das herzhaft eher? Das ist herzhaft. Genau. Das habe ich gemacht mit Karottenpasta und das Ganze zusammengemacht und gedörrt. Okay. Das andere ist auch meins, ja, ein bisschen was Süßes. Oh. Ja, lasst euch überraschen, ich habe nicht probiert. Ich ja nicht, ne? Das schmeckt bestimmt. Aber es ist süß, oder? Das ist süßer. Das eine sind so roh vegane Zimtschnecken aus Buchweizen und das andere ist halt so ein bisschen so weihnachtlich, so Apfelzimt mit Hanfmehl und ist dann auch gedörrt. Das ist auch was Süßes hier, oder? Wer hat das mitgebracht? Definitiv sieht das süß aus. Mein geschultes Auge. Das ist Antje. Ach, das ist dieses. Ach so, ja.
Apfelstrudel, aber diesmal mit Birne. Oh, Birnenstrudel sozusagen. Könnte man auch sagen. Weil wir haben so viele Birnen und Birne ist drin und praktisch dann eine Banane in dieser Füllung. Was ist das drumherum? Fruchtleder? Das ist Fruchtleder. Okay, sieht cool aus. Das ist jetzt eingeweicht, weil das schon so lange. Ja. Das Püree? Nee, das ist nochmal ein Dip aus getrockneten Tomaten, Paprika und eine Avocado. Okay. Wer hat diesen Rotkohl? Das ist ja Grünkohl, Rotkohl und dann eben Tomate, Paprika, Champignons, Wein, den hatte ich schon mal mit. Und Knoblauch. Oh. So, das ist ist das Pastinake zufällig? Ist das ein Salat mit Pastinake? Also Chicorée oder sowas? Chicorée? Hat denn jemand gemacht hier? Ja? Sellerie, ja, irgendwas Helles, irgendein helle Anis ist drin. Ein bisschen Anis, bis ganz bisschen Meerrettich, Apfelsinen, also Mandeln muss Mandeln. Gut, das hier, wer hat diese Dinger gemacht? Das sind alles die gleichen wahrscheinlich. Die Brote, das ist dein weltveränderndes Brot. Ach, das Brot. Ist gedörrt, ein bisschen dicker. Okay, dann Äpfel, klar. Weiter geht's. Birne. Hab ich doch gesagt. Sie hat angefangen damit. Birne aus dem Garten aus Brandenburg. Okay. Hier sind Sprossen. Ja. Das sind wieder Schokofrohbällchen, einmal mit Buchweizen und einmal ohne. Ich Hunger, ja. Ja, genau diese. Ja. Das ist Wildkräuterfruchtleder. Also ist ein bisschen herber, ist nicht so süß wie normales Fruchtleder, aber auch mit Früchten gemacht, okay. Aber mit Wildkräutern. Schön. Das ist dieses Linsencurry von Marlon von Raw Future, was der letzte Mal hat so ein Rezept veröffentlicht auf seinem YouTube-Kanal und das war so lecker und habe ich gedacht, das mache ich mal nach. Sprossen sind das. Wer hat das mitgebracht hier? Das haben wir mitgebracht. Das sind indische Eierkuchen aus fermentiertem Reis und gelben Linsen. Fermentierter Reis? Ja, zwei Tage. Und da drin ist eine Creme aus Rosinen, Aronia-Beeren, okay. Datteln und noch so Rotenbeeren, die habe ich vergessen. Mega. Zieh das, lass mal, sonst wackelt das. Und Bananen und Schokolade. Das klingt aber auch mal sehr extra. Die gleichen nochmal ohne Belag, den kann man dann dazu essen zum Salat oder so. Und das ist noch frische Kokosnuss. Okay, und das ist Jackfrucht. Lecker, das riecht so. Ui. Ich hab verstanden. So gut. Und das riecht so lecker. Habe ich schon den Rucola aus dem Garten? Nee. Genau, Rucola. So sieht Rucola aus dem Garten aus. Ja, soll der aussehen. Und das sind auch Weintrauben aus dem Garten. Ja. Gartenweintrauben. Wunderbar, dann sind wir ja durch. Ja. Okay. Wir sind wieder mal am Resümieren. Unser letztes, war es das letzte? Für dieses Jahr das letzte. Das letzte Potluck ist vorbei und ja, war wieder wunderschön. Hat irgendwie jedes Potluck so ein bisschen seine eigene Dynamik. Auf alle Fälle. Kann man nicht so gar nicht vergleichen. Auch die Zusammensetzung der Leute ist ja immer anders. Es gibt so einen gewissen Kern, der eigentlich immer da ist und dann gibt es immer noch verschiedene Leute, die immer an unterschiedlichen Terminen. Vor allem auch jeder so mit unterschiedlichen Themen sagt. Viele kennen sich in bestimmten Thematiken sehr gut aus. Heute hat er Jahre mit uns mit seinem Bandwurm Rope. Das habe ich nicht mitgekriegt. Nee, das hast du nicht mitbekommen. Mit seinem Bandwurm Rope uns da sehr tiefgreifende Informationen da kredenzt. Und jeder hat immer was anderes zu machen. Und was heute natürlich besonders war, die Leute kamen heute, glaube ich, die weitesten Anreisen, die wir je hatten. Mhm. Definitiv. Woher kamen sie alle? Münster. Das war Münster. So die weiteste Entfernung eigentlich. Genau. Was haben wir noch gehabt? Rostock. Und natürlich wieder die Antje und den Ronny von Einfach Anfangen. Die kommen ja aus Brandenburg. Dann den Joachim aus Frankfurt am Main. Chemnitz hatten wir. Jena. Dresden. Ja, war überhaupt jemand aus Leipzig hier? Wir beide? Ja. Ich bin ja nicht aus Leipzig, ich bin ja nicht direkt aus Leipzig. Achso, ja, stimmt. Ja. Nee, ein paar Leipziger waren schon auch noch da. Aber wirklich eine gute Mischung. Ja. Die wirklich hierher kommen, weil es ihnen so gut hier beim Potluck gefällt. Genau. So diese Menschen, die Stimmung. Und das wird auch verbalisiert. Das heißt, dass die Menschen einfach hier einfach auch wirklich sehr viel mitnehmen. Also mitnehmen an Menschlichkeit, an
ja, ein Verständnis auch und dass das weit über das einfach Rohkost, ein bisschen Rohkostessen hinausgeht. Ne? Das ist einfach eine Zusammenkunft von Menschen, die sich offen begegnen und die Themen auch wirklich und auch ehrlich miteinander sind. Also ihr wird auch oft kritisiert oder sonst was. Also ich habe heute an einer Diskussion da partizipiert, wo eine ist Tierzüchter und die andere war gegen Tierzüchtung. Und das war trotzdem eine ganz angenehme Diskussionskultur und man hat einfach seine Meinung ausgetauscht, so wie es sein soll. Ich hatte auch noch ein paar Gespräche über Fasten zum Beispiel oder über das Freilernen, finde ich auch immer spannend. Also man kann da wirklich hier verschiedene Themen, sich über verschiedene Themen austauschen, irgendwie findet man immer Gesprächspartner. Also das finde ich immer sehr, sehr schön. Wir sind irgendwie alle so Gleichgesinnte, ne? Das harmoniert auch alles, finde ich gut. Naja, auf jeden Fall, also auf einer Ebene von Respekt. Also es ist nicht so, dass alle so auf derselben Welle schwingen, was alle Interessen angeht oder Überzeugungen. Aber diese Grundsätze, diesen Respekt für andere Menschen, die andere Meinung haben, dieser schwingt halt so wahnsinnig doll mit. Und das ist auch das Schöne, weil das ist dieses Grundelement. Und wenn da mal vielleicht einer kommt, der da gar nicht so eingestellt ist, da lässt sich aber einfach logischerweise inspirieren, weil das auch angenehm ist, nicht zu streiten und nicht, sondern der schwingt dann mit, auch wenn er vielleicht vorher ganz anders an die Sache vielleicht ran gegangen ist. Ne? Mhm. Und das denke ich auch für viele eine sehr, sehr angenehme Erfahrung, eben nicht bis aufs Messer zu diskutieren, dass man Recht hat, sondern einfach sich auszutauschen. Mhm. Also gegenseitig zu befruchten, sage ich immer sehr gerne. Auf alle Fälle. Und heute sind auch wieder sehr viele Kinder dabei gewesen. Ne? Also ich würde sagen 30 bis 40 Erwachsene, mindestens 10, 12 Kinder, würde ich das jetzt mal so. Ja, auf jeden Fall. Genau, wir haben heute auch uns wieder für ein Foto aufgestellt hinter unserem Buffettisch. Und da musste ich ja sehr lachen. Wieso? Na, weil ja die Anja hat uns fotografiert, meint, Mensch, ich stehe so steif da. Und da hast du gesagt, Hunger lähmt. Da mussten wir alle lachen. Das war wirklich schön. Ja. Wir hatten eine halbe Stunde das Essen schon da liegen quasi. Und und der ein oder andere hat sich ja wieder ein bisschen verspätet. Lach. Ja, und entsprechend war es dann so, dass wir schon die ganze Zeit das gesehen haben und dann nochmal Fotos machen und dann nochmal, also vom Essen, dann nochmal Fotos von uns. Und dann kamen nochmal ein paar Leute, da haben wir wieder gewartet, damit die ihr Essen noch mit dazu stellen konnten. Und dann wollten wir noch ein Video machen, was ihr auch schon vielleicht jetzt gesehen habt, von dem ganzen Essen und alle hatten immer mehr Hunger und dann, ja, entsprechend war es dann irgendwann soweit, dass wir dann essen konnten. Und das Essen heute war auch eigentlich immer lecker. Ich habe das erste Mal Jackfrucht probiert. Ja. Es hat jemand eine frische Jackfrucht mitgebracht. Also eine richtig nicht aufgetaut oder sonst was, sondern eine richtig frische Jackfrucht. Mhm. Und du hast gegessen. Also es ist auf jeden Fall die beste Art Jackfrucht zu essen, die ich bis jetzt gegessen habe. Mhm. Mir hat es jetzt normal geschmeckt. Also die hätte ein bisschen süßer sein können. Hätte ein bisschen süßer, aber so vom Aroma war es okay, aber die Süße hat ein bisschen. Auch die Konsistenz war in Ordnung. Also das ist halt tschüssi. Und entsprechend war das für mich heute auch so eine Art Highlight, dass ich erstmal frische Jackfrucht gegessen habe. Und das Essen war so viel Tolles dabei. Es gab auch wieder so ein schönes, es gab so Rucola aus dem Garten, Weintrauben aus dem Garten, Äpfel und Birnen aus dem Garten. Also viele brachten einfach ihre Lebensmittel aus dem Garten mit, fand ich auch toll. Ja. Mir hat auch wieder alles, war eine gute Mischung aus Salaten, aus süßen Sachen, habt ihr ja gesehen. Es war eine gute Mischung, es war eigentlich auch alles lecker. Also ich hatte jetzt auch nichts Bestimmtes, was mir besonders gut geschmeckt hat. Ich mache das ja immer gerne so ein bisschen zur Challenge, was das Beste ist, was mir am besten geschmeckt hat. Und dann lobe ich den, der das gemacht hat, explizit. Und dann freut er sich natürlich auch und zu Recht, weil er meinen Geschmack getroffen hat. Und nur hat aber eine, die Silke, also nicht die Silke, sondern eine andere Silke, so ein bisschen gecheatet, weil die hat das letzte Mal, wo sie da war, so einen herrlichen Pastinakensalat gemacht. Und das war meine Nummer 1. Und nur hat sie einfach denselben nochmal gemacht. Wieder sowas. Aber was ich auch lecker fand, von der Antonin Ronny, dieses Frucht. Leder, dieser Apfelstrudel. Das war so eine Art. Ach, Birnenstrudel, ja, stimmt. Eigentlich Apfelstrudel, aber sie hat das ja diesmal mit Birne gemacht. Das war auch sehr lecker. So ein Fruchtleder aus Banane und Apfel, glaube ich. Und in der Mitte so eine Füllung aus Birne und Flohsamenschalen. Ein bisschen süß. Also, es war auch sehr toll. Und was ja auch interessant war, heute waren insgesamt mit uns beiden 5 YouTuber hier beim Podcast. Das stimmt, ja. Das war ja auch YouTuber. Das erste Mal 5 YouTuber. Aber kriegen wir das zusammen? Antje und Ronny von Einfach Anfangen. Dann wir beide. Joachims Kanal heißt Difference is a Virtue. Genau. Und Philosoph hier. Change Philosoph, genau. Genau. Das war auch witzig. Den habe ich schon heute irgendwie, dachte ich mir, da komme ich so bekannt vor, so ein großer junger Mann. Und dann dachte ich mir, da komme ich so bekannt vor. Und dann habe ich noch mal überlegt. Und dann hast du irgendwas, ach, du bist ja auch irgendwas gesagt. Ja. Weil er macht das Klick. Und ich dachte, oh, da habe ich auch schon mal Videos gesehen. Da habe ich mich auch gefreut. Woher kommt er? Weißt du, wo der herkommt? Aus Jena, kommt aus Jena. Ja, es war eine gute Runde heute. Okay. Ja. Echt gefreut. Ja, na, und Kräuterwandern waren wir heute nicht. Wir waren das erste Mal nicht, oder das erste Mal nicht Kräuterwandern. Na doch, wir waren schon mal, aber wir waren doch mal im Mai. Später sind wir den Gang, glaube ich. Aber diesmal haben wir es mal so bewusst, weil die Kräuterwiese so abgemäht ist. Da gibt es noch ein bisschen Löwenzahn und Vogelmiere, aber es hätte sich jetzt nicht mehr so sehr gelohnt,
Eine wollte Kräuter sammeln, eine nachdem du es gesagt hast. Immer noch, guck mal, wie da hinten steht. Ja, ja, genau. Also ich werde aber jetzt auf alle Fälle noch ein bisschen Brennnessel und Girsch sammeln, weil ich nämlich noch Fruchtleder machen möchte. Wild. Hast du es probiert, das Wildkräuterfruchtleder? Nee, das hattest du ja schon mal. Ich habe es bei dir im Garten, wo du es mal mitgebracht hast, bei mir im Garten. Beim Grillen, genau. Genau, da möchte ich auf alle Fälle heute noch ein bisschen Girsch und Brennnessel sammeln. Also für mich steht das heute noch auf dem Programm. Naja. Ja, ansonsten heißt das dann für dieses Jahr Abschied nehmen vom Potluck wahrscheinlich. Werden wir nicht irgendwie noch eine Halle mieten oder sowas, aber im Großen und Ganzen wird es wahrscheinlich das letzte Mal gewesen sein. Und muss sagen, ja, es war einfach geil. Ich habe mich auf jedes Potluck dieses Jahr gefreut. Es waren besondere Momente ja, in meinem Leben, kann ich schon sagen, weil es halt echt, was wir am Anfang angesprochen haben, immer wieder zutage getreten ist, diese Offenheit, dieser Respekt und einfach das auch wirklich zu leben und nicht nur irgendwo zu sehen, wie das andere sind, sondern das selber zu leben mit anderen Menschen zusammen. Und das war so für mich das Kernelement. Und für dich so, wenn man das Jahr so resümiert mal. Ja, so viele Gleichgesinnte kennenzulernen. Ich habe heute früh bei Facebook gepostet. Ich hatte früher, als ich noch also vegan lebte, gekocht. Von veganer Kochkost war ich ja in meiner Heimatstadt im Erzgebirge die einzige Veganerin. Und ich hatte immer so in meiner Karte einen Schrank, keiner ist so verrückt, dass er nicht noch einen Verrückteren findet, der ihn versteht. Und da habe ich dann so geschrieben, ja, früher hatte ich diese Karte bei mir im Schrank, weil es gab niemanden, der so verrückt war wie ich. Und dann, ja, heute habe ich mich sozusagen mit so vielen Verrückten getroffen, die so gleich schwingen wie ich. Also man hat so die Ernährung, so die Basis, so das Vegane, die Rohkost, die Gesundheit, das steht zum Vordergrund. Und da freue ich mich einfach, so viele Gleichgesinnte getroffen zu haben, dass man sich auf einer bestimmten Ebene einfach versteht. So. Das ist, und dass man sich so austauscht. Sag mal, wie machst denn du das? Bei mir ist es so und so. Sag mal, wie machst denn du das? Und es ist einfach schön, sich da gefunden zu haben. Also ich schätze sehr so den Austausch. Vor allem, sonst vernetzen sich ja viele im Internet, virtuell. Man kennt die Leute nicht wirklich persönlich, obwohl das auch jetzt total gut ist in der heutigen Zeit, sich eben mit Leuten zu vernetzen, dass man, weil man eben auch nicht immer Gleichgesinnte in der Stadt hat und dass man die dann persönlich kennenlernt. Was ja auch Voraussetzung ein bisschen auch für unseren Rohkost-Potluck ist, musst du ja auch sagen. Ja, natürlich. Also wir haben über Facebook die Veranstaltungen quasi laufen und ohne Internet wissen wir nicht. Ich weiß das total zu schätzen. Ich empfehle das auch jedem. Vernetzt euch übers Internet, vernetzt euch mit Gleichgesinnten auch in eurer Stadt. Wir würden uns ja übers Internet, über YouTube, wir hätten uns nie getroffen. In einer Stadt wohnen. Du bist ja viel zu klein, ich sehe dich gar nicht, du bist der. Nee, aber so viele, auch viele, guck mal, Uta und Manuel, so viele Leipziger auch, die Peggy, so viele Freunde, die uns jetzt ans Herz gewachsen sind, hätten wir jetzt über Facebook oder ohne Facebook oder YouTube. Oder Internet generell allgemein. Internet, genau. Ja. Also ist auf alle Fälle sehr wertvoll für uns. Ja, anders tickenden. Ja. Naja, ein bisschen anders ticken. Ja, aber ich denke eigentlich so im Inneren tickt jeder so. Es muss bloß hervorgeholt werden, dieses. Das ist unsere Aufgabe. Wir holen das in jedem hervor. Okay, das ist ein gutes Schlusswort sozusagen. Also, besser geht's ja nicht. Ja, und wenn ihr sozusagen ab nächstes Jahr dann auch wieder von uns hervorgeholt werden wollt, dann. Ja, dann freuen wir uns, wenn wir nächstes Jahr vielleicht dann wieder ein bisschen wachsen oder uns durchmischen. Man muss ja nicht jedes Mal kommen, gerade wenn man eine weite Anreise hat. Wenn ich sehe, die von Münster 6 Stunden hin, 6 Stunden zurück, wow. Also ziehe ich meinen Hut nochmal, Ilka. War wunderschön mit dir. Und ja, ansonsten, ja. Im April, also wenn der nächste Podcast wird, dann im April 2016 wieder hier. Vielleicht haben wir ja ganz milden Winter und wir können schon im März anfangen. Da kommt auch schon ein bisschen Grün raus. Können wir Bärlauch sammeln? Ja, vielleicht. Machen wir hier so einen Workshop, Bärlauch-Kessel. Tun wir es mal noch nicht annoncieren, sondern warten ab. Genau, wir warten ab und wir melden uns dann. Also Christian und ich, wir werden das dann kommunizieren auf unseren Kanälen. Alles klar. Na dann. Was? Gut. Tschüssi. Tschüss.